Spaß bei der Versöhnung. Bitte aufstocken, bevor du weiterziehst. Schiene. Viel Spaß haben wir auf jeden Fall. Ich kümmere mich um. Ich habe nur die besten Waren. Lass dir diese Waren glauben, nicht entgehen. Was heutzutage für einen Ballen Stoff? Und einen Moment. Ich hab was hier essen. Verlangt wird. Bessere Waren findest du nirgendwo. Ich sag ja, ich. Hochwertige Waren. Zu fairen Preisen. Sieh dich doch mal um. Hauptmann Balan? Ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Vorfall? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, einen Vorfall. Versuchter Mord. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Hör mal, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt, aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche ihn nicht anzugreifen. Nicht? Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Okay. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakhir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakhir sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Nee. Ist es zu glauben, dass die Osseram auf einem Haufen von Schrott der Alpen leben? Wirklich? Irgendwo oben im Norden? Kurz reinschauen, die verdammten Osseram sorgen doch überall für Ärger. Nein, wir suchen nicht für Ärger. Warum auch? Sollte man denn immer für Ärger sorgen? Sieh dir mal diese Waren an. Machen wir hier noch irgendwie was? Ist noch was? Rede mit Zeit. Oben irgendwo. Schön, dich zu sehen.
Ihr seid Said. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Die letzte Nora, die hier vorbeikam? Ihr meint Nakoa? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Ich vertraue dir nicht. Ich kann ihm nicht trauen, nicht nach Jans Erzählung, aber diese Garnison ist meine einzige Spur. Sieh dir mal diese Waren an. Ich hatte mich ein bisschen rumgetestet. Mal schauen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ja, erst alles nur auf Pro. Deswegen hier aktuell auf Ultra. Ganz fein merke ich das noch immer. Die Wolken. Mit den Wolken ist es nicht so wichtig. Wir probieren einfach mal. Auf die Wolken achte ich nur definitiv weniger. Und das hilft. Glaub ich.
Nein, wir sind komplett falsch. Natürlich spricht Phil für mich. Ja, ich lache erstmal komplett in die falsche Richtung. Tun hätte ich gerne für Ultra. Wir machen das erstmal so. Bewegungsunschärfe habe ich extra rausgenommen, die waren nämlich erst noch an. Wie komme ich denn da jetzt hin? Irgendwie da durch, irgendwie. Also muss da raus und dann. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Die Welt außerhalb des Heiligen Lands. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Als Kind denkt man mal über gewisse Sachen nicht so nach. Man macht einfach. Da gibt es nicht so, ach, ich könnte mir hier wehtun. Nein, ich mach halt. Scheiß drauf. Und dann ist es passiert. Machen wir mal so. Aber ich lasse erstmal. Ich probiere das zu sehen im Nachhinein mal. Das ist wirklich eine Grundeinstellung, die ich hatte. Alles einfach probiert. Bewegungsunschärfe hatte ich noch an, aber. Ampler. Wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will, sollte ich es fair und ehrlich tun. Nein. Definitiv nein. Händler. Wir müssen zu teuer.
Wir haben 814. 814 bedeutet für mich, wir können uns bald hier so ein lila Outfit holen, oder besser gesagt, wir können schon hier Nietenleder, gehärtete Schallschützen, die Trägerin vor Geschossangriffen, keine Warn. Osaram würden sich verspitzen. Nee, entfernen. Schwer. Aber wir können es auch nicht, weil wir die Teile nicht für haben. Eisjägerin. Rollrückenherz. Stürmerherz. Banuk-Verderbnis-Bild. Aber ja, das interessiert mich, das Lella. Eine HP-Leiste. Baumvogel. Nein. So. Nein. Aber nein. Der ist mir noch ein bisschen zu over. Hier ist auch noch ein Händler. Wir sind irgendwo hier, wo wir wahrscheinlich runter. Ist so ein Gebiet, wo ich nicht weiß, ob ich das da machen sollte. Auch wenn ich Jägerin bin und so. Ich glaube nicht, dass ich bei dem was reiße. Wir können ja mal probieren. Das kann ich nur sparen. Ich komme hier raus.
Die mögen mich zwar nicht, aber ich komme da raus. Muss hier ein Lager fahren. Mal was anderes einer Nora, nicht bei einem Gefecht an der Grenze zu begegnen. Lügen Sie mich nicht, oder was? Mir leid, wenn ihr mich nicht mögt. Das brauche ich vielleicht noch. Nur vielleicht. Das ist auch ein Lager. Das ist noch ein Lager. Ohne Fest. Und ein Lager, sehr gut. Ich habe gesehen, wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten dein Werk schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht ein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Okay.
Da ist das Banditenlager. Er wollte eigentlich hier hin. Hier wäre halt interessant gewesen, oder? Noch nicht da. Naja. Haben wir schon. Ja, schaffen wir schon irgendwie. Ah, wo kommt das her? Schnüffelt hier immer noch rum. Schießt da! Wir müssen den oben killen. Du hast mich? Okay, du hast mich. Siehst du was? Ja, du siehst ja wirklich was. Nicht bewegen, ja? Nicht bewegen. Einfach nicht bewegen, Leute. Was wird das denn? Kämpfen! Ah. Warum fackelt er denn das Lager jetzt an? Neuer Teil.
Ja. Wir haben aufgeräumt. Ein bisschen. Ich sehe den Alarm. Hoffentlich höre ich ihn nicht auch noch. Immer schön aufpassen. Ich sehe halt niemanden. Die letzte. Doch. Sie ist da entlang. Erstmal mein Händler. Nur herumhängen. Die Sonne ist unser Zeuge. Wir hängen uns mächtig rein. Die Dinge im Wilden Osten sollen nicht zum Besten stehen. Da sollen die Nora scharenweise krepieren. Haben die Rebellen den Sonnenfall aufgehalten? Warum erledigt sie der Sonnenkönig nicht ein für alle Mal? Ich kann durchatmen. Für dir und deiner Familie geht es gut. Ja, schau mal, haben wir alles gelootet. Positiv für uns. Haben. Hat ja auch das Blut in den Ohren gerauscht. Der Klang hält an in der Stille. Ein Ruf zu den Waffen, ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat. Für die Kaja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Avad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sotsbefels. Ein faires Geschäft. Was für Dinge hast du getan? Akzeptable Dinge unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung.
Sag mir bloß die 1-1-Regeln, die fehlen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten kennst du diese Orte. Einsame, einzelne Orte. Die jetzt nur noch eine Wunde in Erdboden sind. Wahrscheinlich bin ich nicht dort gewesen. Man stellt sich 3 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Katschari-Wahl? Nein. Sonst ein Felsengefängnis. Südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich, in der heißen, dunklen Steinzelle. Und konnte ich mich auf das besinnen, was mit mir wirklich wichtig ist. Hast du also einen Partner gefunden? Ich dachte, alle wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt doch einmal zu den Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Karcher-Hochzeise Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Na dann. Sei es halt mir gehen. Eine kurze Entwicklung von uns ist das Ende für Sie. Ziel für die Eifern kommen aus Leben. Yay. Fertigkeitspunkte haben wir ja auch noch. Eigentlich hier. Erhöht die Ressourcen Inventarplatz um 20. Den hätte ich gerne und dann hier. Unauffällig. Donnerkäfer. Na schau mal, kann man hier langlaufen. Ich hab so ein bisschen Schiss vor denen. Irgendwie sehen die nicht so aus. Ich sag doch! Ja, sorry Leute, aber nein. Gegen sowas kämpfe ich noch nicht. Da ist mir, da habe ich dezent ein bisschen zu viel Respekt vor. Uff. Altes Metall auf. Ich brauche immer noch eine Fichtgräte. Ich traue mich natürlich, wie viele einfache Sachen eigentlich immer noch brauche. Thank you.
eine alte Rezeptur. Langbein-Arie. Wir sind sehr weit gereist. Das muss der einsame Fels sein. Als das eine Falle ist, muss ich sehr leise sein. Das wird schon keine Falle sein, wenn doch durchgeht. Sieht wie ein gewöhnlicher Außenposten aus. Ich sollte mich umsehen. Halt, Fremde! Was machst du hier? Präfekt Said sagte, Banditen hätten hier ein Mädchen entführt. Weißt du, wohin sie gebracht wurde? Said hat dir das gesagt, was? Hier gibt's keine Banditenmädchen. Aber ich kann dir helfen, deine Freundin zu finden. Der Boss hat uns eine neue geschickt, Jungs. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Ja, sie scheint es ernst zu meinen. Ich werde nicht sterben. Ich bin erledigt. Mach das jetzt. Du hast den Zorn der Sonne heraufbeschworen. Warum greifst du uns an? Was Said hier draußen versteckt. Ich dachte, die sind freundlich. Ich hab die mit dem Killen, aber die haben mich angegriffen. Auf dem Wagen sind Ketten. Nicht nur Ketten, Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Aber wohin? So, das sind Wagenspuren, die hätte ich auch ohne irgendwie einen Blick gesehen. Das ist mal eindeutig Spur. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Wir sehen hier die Anfänger, die Spuren. Also für mich so.